Schottergärten sollen nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg vom 17. Januar 2023 für den gesamten Bereich Niedersachsen verboten sein. Angeblich soll das so sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, zumindest wird es in den Medien so kolportiert. Das ist völlig falsch. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes sagt das nämlich nicht und wir erklären in diesem Video warum. Zunächst einmal handelt es sich bei dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg nur um einen rein verfahrensrechtlichen Beschluss. Es geht nur um die Frage, ob eine Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil, Verwaltungsgericht Hannover, zugelassen werden soll oder nicht. Dieses Verfahren befasste sich mit Schottergärten und das Verwaltungsgericht Hannover hat in diesem einzelnen Fall einen Schottergarten angenommen, der gegen die Bauordnung in Niedersachsen verstoßen soll. Dagegen wurde Berufung eingelegt und nur die Zulassungsfrage war beim Oberverwaltungsgericht überhaupt Thema. Nichts sonst. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, wir werden diesen Zulassungsantrag nicht befürworten, wir werden dem nicht entsprechen, wir werden die Berufung verwerfen. Dadurch ist der Beschluss unanfechtbar geworden. Daraus wird jetzt offensichtlich von Leuten, die nicht wirklich verstanden haben, worum es beim Klimaschutz geht, das allgemeine Verbot konstruieren. Und dabei, meine Damen und Herren, ist von Anfang an klar, Haus und Grund Niedersachsen setzt sich sehr für die Energiewende, gerade im gebäudeenergetischen Bereich und natürlich für den Klimaschutz ein. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Klimaschutz, Energiewende und energetische Optimierung die Hinwendung zu neuen regenerativen Energien ein erstrangiges Ziel sind, das uns alle eng begleiten muss. Jetzt aktuell und für unsere zukünftigen Generationen. Es geht aber nicht, dass man jetzt deswegen ein Alibi findet, um nun in die kleinteiligsten Bereiche des privaten Haus- und Grundeigentums nach Gutdünken hinein zu regieren. Dagegen haben wir eine ganze Menge. Wir wurden von den Medien gefragt in drei Fragen, wie wir denn dieses Urteil, es ist kein Urteil, ich sagte schon, es ist ein Beschluss, betrachten. Dazu folgendes. Die erste Frage lautete: Wie ist denn die erste Reaktion von Haus und Grund Niedersachsen auf das Lüneburger Urteil? Wir haben schon gesagt, es ist kein Urteil in der Sache, es ist ein rein verfahrensrechtlicher Beschluss. Und im Übrigen ist dieser Beschluss auch nur verfahrensrechtlich ergangen. Es hat also keine allgemeine Wirkung. Jetzt daraus zu konstruieren, Schottergärten sind verboten, ist purer Blödsinn. Es wird also auf die Niedersächsische Bauordnung abgestellt. Die Niedersächsische Bauordnung sagt in § 9 Absatz 2, dass man den Grundstücksaußenbereich mit Grünflächen gestalten muss, soweit es nicht anders notwendig ist, zum Beispiel um Terrassen zu machen, Garageneinfahrten und Auffahrten zu machen und dergleichen mehr. Meine Damen und Herren, wann haben wir aber eine Grünfläche? Wann ist das so? Das sagt die Niedersächsische Bauordnung nicht. Und erst recht sagt sie nicht, wann davon abgesehen keine Grünfläche, sondern wirklich ein Schottergarten besteht, ein japanischer Zehengarten besteht, ein Steingarten besteht, ein Garten mit Skulpturelementen besteht, die alle erlaubt sind. Und dann dazu noch als Verwaltungsandrohung ein Bußgeld von über 50.000 Euro. Meine Damen und Herren, das ist absolut unverhältnismäßig und das ist absolut unzumutbar. Die zweite Frage. Halten Sie einen derartig weitreichenden Eingriff in den Bestand des Eigentums und in die Persönlichkeitsrechte für angemessen? Nein, meine Damen und Herren, natürlich tut Haus und Grund Niedersachsen das nicht. Wie ich schon gesagt habe, Verwaltungsakte müssen verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht unverhältnismäßig in Belange, in geschützte Rechtspositionen anderer, nämlich der Adressatin, der Betroffenen, eingreifen. Und hier haben wir bitte das Recht auf Eigentum. Auch das ist ein verbürgtes Grundrecht, nicht nur das Recht auf Unversehrtheit der körperlichen Befindungen und das Umweltgrundrecht in Artikel 20 Klein a. Das wird hier völlig unter den Tisch gekehrt. Vor allen Dingen, es ist völlig offen, ob nun 3 Pflanzen, 5 Pflanzen, 10 Pflanzen notwendig sind, um von einer Grünfläche mit Steinelementen auszugehen, oder ob dann immer noch ein Steingarten ebenso erlaubt vorliegt oder ein Schottergarten. Es ist sogar schon so, dass die ersten Kommunen, ich nenne die Stadt Braunschweig, auf diese völlig unklare Rechtslage eingeht und die Frage stellt, naja, wie kleinteilig ist denn der Kies, der aufgebracht worden ist, von einem Schottergarten auszugehen? Wie kleinteilig ist denn der Schotter, der Split, und handelt es sich denn wirklich um eine dichte Folie als Unterbahn oder handelt es sich vielmehr nur um ein Vlies? Meine Damen und Herren,
Soll ich jetzt den Garten mit der Schieblehre vermessen, um Bußgeldandrohungen von 50.000 Euro wägen zu können? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das also zum Verständnis der Verhältnismäßigkeit oder der Unverhältnismäßigkeit. Und jetzt in der Sache. Folien, wirklich dichte Folien, werden überhaupt nicht aufgebracht. Es wird nicht von einer Bodenversiegelung auszugehen sein, sondern es ist lediglich ein feuchtigkeitsdurchlässiges Vlies. Haus- und Grundeigentümer sind kluge Menschen. Das machen die schon deswegen, damit nämlich die Kommunen nicht kommen und hinterher sagen, okay, ihr habt alles versiegelt, ihr habt alles abgedichtet, jetzt müsst ihr mehr Niederschlagswasserabgabe bezahlen, weil ihr das getan habt. Das, wie gesagt, ist überhaupt nicht aufgerufen. Es handelt sich lediglich um ein Vlies, das von oben Feuchtigkeit durchlässt, aber von unten verhindert, dass Pflanzen, die dann eben nicht gewollt sind, manche nennen es Unkräuter, manche nicht, hochwachsen können. Es dient auch dazu, pflegeleicht zu sein. Aber nochmal, Thema Verhältnismäßigkeit, meine Damen und Herren. Abgesehen jetzt von dem eigentlichen Aussagewert der Bauordnung, die im Hinblick auf Schottergarten keine Vorgreiflichkeiten trifft. Schauen wir uns doch bitte mal um in der Welt. Großemittenten wie China, wie Russland, wie Amerika setzen alle auf industrielle Entwicklung, setzen alle auf merkantile Erfolge und kümmern sich entsprechend brachial nicht um den Klimaschutz. Und der kleine Schottergarten in Deutschland, der soll es dann richten? Meine Damen und Herren, wenn ich dann noch sehe, dass wir hier in Deutschland mit sogenannten Emissionshandelszertifikaten uns letztendlich das Recht auf eine Umweltverschmutzung erkaufen, ja, dann kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was man hier wirklich gegen eine Gartengestaltung auf Privatgrundstücken haben kann. Weiter im Text. Kommt es nur auf diese ebenso gestaltete Fläche an oder kommt es auf das gesamte Grundstück an? Wir meinen, das gesamte Grundstück muss natürlich als Gegenstand unteilbares Privateigentums betrachtet werden. Viele, die den Klimaschutz falsch verstehen, sehen eben nur die paar Quadratmeter im Vorgarten oder im Seitenstreifen oder als Zierde, die nun entsprechend mit Schotter, mit Kies und einigen Skulpturen oder einigen Pflanzen gestaltet sind. So schlimm kann es doch wohl wirklich nicht sein, zumal dann nicht, wenn man sich wirklich mal mit den hydrologischen Eigenschaften und mit den geologischen Eigenschaften befasst, die einmal von der Folie, von dem Vlies ausgehen und einmal dann eben vom Boden, der atmen kann. Also ich glaube, nochmal gesagt, da ist Klimaschutz etwas ideologisch falsch verstanden. Und schlussendlich die dritte Frage, die wir gehört haben. Befürchten Sie denn, dass sich aus diesem Spruch des Oberverwaltungsgerichtes in Niedersachsen weiterreichende Fragen für Grundstückseigentümer in Niedersachsen weitere Verbote ergeben? Ja klar, natürlich, meine Damen und Herren. Die Liga der überzogenen Klimaschützer hat natürlich jetzt ein Edelzeugen oder glaubt ihn zu handeln. Und das wird natürlich gerade auch politisch Signalwirkung haben. Das muss man schon befürchten. Dabei haben wir bereits Bebauungspläne, Siedlungseigenschaften, die auch von der Grundstücksaufmachung deutliche Vorgaben machen können, und nicht nur die Bauordnung. Also hier kann schon ausreichend eingegriffen werden. Meine Damen und Herren, Sie sehen auf der anderen Seite, dass man viele rechtliche Argumente gegen das Verbot eines Schottergartens anführen kann. Einmal generell und natürlich auch im Einzelfall für die Frage, liegt denn überhaupt so ein Schottergarten vor oder tut er es nicht? Haus und Grund Niedersachsen hat für Haus und Grundmitglieder aus unserem Bundesland, aus unserem Beritt, dafür Argumentationslinien erarbeitet, die man sich wehrend gegen Ordnungsverfügungen, die einen treffen, verwenden kann. Wir lassen unsere Mitglieder nicht alleine, meine Damen und Herren. Und das soll auch hier die Schlussbotschaft dieses Videos sein. Abonnieren Sie unseren Kanal Haus und Grund, damit Ihre Stimme zählt.